Die X-Men-Zeitlinie zu verstehen kann kompliziert sein, aber wenn man sich nur auf Wolverine konzentriert, wird die Story ein wenig einfacher. Von seiner blutigen Ursprungsgeschichte bis zu seinem schicksalhaften letzten Film, hier ist die Filmgeschichte von Wolverine ausführlich erklärt. Den ersten chronologischen Blick auf den Jungen, der zu Wolverine heranwächst, erhalten wir in X-Men Origins Wolverine von 2009, wo wir erfahren, dass sein Name gar nicht Logan ist. Er heißt James Howlett. Logan ist in Wirklichkeit der Nachname des Mannes, der James' Vater 1845 ermordet, was James' Mutation aktiviert und ihm Krallen zwischen den Fingern wachsen lässt. Wütend tötet James Logan, nur um gleich darauf zu erfahren, dass der Mann eigentlich sein biologischer Vater war. Der junge James flieht von zu Hause, zusammen mit seinem Halbbruder Victor Creed, der die gleiche Mutantenheilkraft besitzt wie James. Dieser Heilungsfaktor macht die Jungs nicht nur nahezu unbesiegbar, sondern verlangsamt auch noch ihr Altern, sodass sie in den nächsten 100 Jahren, in denen sie Seite an Seite in jedem größeren Krieg kämpfen, relativ jung aussehen. In Wolverine Weg des Kriegers von 2013 sehen wir, dass er 1945 einen Teil dieser Zeit in einem japanischen Kriegsgefangenenlager verbrachte. Während er dort ist, rettet James das Leben des japanischen Offiziers Ichiro Yashida vor dem Bombenangriff auf Nagasaki, ein Ereignis, das sich viele Jahre später als wichtig erweisen wird. In X-Men erster Entscheidung sehen sich Charles Xavier und Eric Lehnsherr, später bekannt als Professor X und Magneto, mit dem Nazi-Mutanten Sebastian Shaw, seinem Team von Handlanger mit Superkräften konfrontiert. Das Duo erkennt, dass sie Hilfe brauchen, um Shaw zur Strecke zu bringen. Deshalb setzen sie Cerebro ein, um neue Mutanten zu finden und ein eigenes Team zu bilden. In einer temporeichen Sequenz, die im Jahr 1962 spielt, rekrutieren sie eine Handvoll junger Mutanten, die schließlich die erste Generation der X-Men bilden. Doch nicht jeder ist bereit, sich ihnen anzuschließen. Als Eric und Charles in eine Bar gehen, sagt ihnen ein Zigarre rauchender James Howlett, dass er nicht interessiert ist. Wobei er einige Ausdrücke benutzt, die dem Film ein Rating von PG-13 eingebracht haben. Während sie gemeinsam im Vietnamkrieg kämpfen, vergewaltigt ein zunehmend gewalttätiger Victor eine Frau und tötet dann den Offizier, der versucht einzugreifen. James eilt seinem Bruder zu Hilfe, ohne zu wissen, was er getan hat, woraufhin beide zum Tod durch ein Erschießungskommando verurteilt werden. Es versteht sich von selbst, dass die Hinrichtung nicht nach Plan verläuft. Ihr wundersames Überleben erregt die Aufmerksamkeit von Major William Stryker, weshalb Victor und James für sein geheimes Mutantenteam X rekrutiert werden. Zudem auch eine Version von Wade Wilson, besser bekannt als Deadpool, gehört, über die wir besser nicht sprechen sollten. Hey, it's me! Don't scratch! An diesem Punkt beginnt James, sich den Decknamen Logan zuzulegen, nach dem Vater, den er viele Jahre zuvor getötet hat. Logan und Victor arbeiten mehrere Jahre lang mit Team X zusammen, aber schließlich beschließt Logan, dass er die kaltherzige Gleichgültigkeit des Teams gegenüber Menschenleben nicht länger ertragen kann. Er verlässt das Team X, Victor aber beschließt zu bleiben. Und so trennen sich die Wege der beiden. 6 Jahre nachdem er das Team X verlassen hat, arbeitet Logan als Holzfäller in den kanadischen Rocky Mountains, wird aber zurück in Strikers Welt gezogen, nachdem Victor Logans Freundin Kayla Silverfox ermordet hat. Stryker erzählt ihm, dass Victor abtrünnig geworden ist und bittet Logan, dem Weapon X-Programm beizutreten, um ihm die Chance zu geben, sich an Victor zu rächen, indem er sich einem experimentellen Verfahren unterzieht, bei dem ein unzerbrechliches Metall namens Adamantium mit seinem Skelett verschmolzen wird. Wolverine stimmt zu, nachdem er um eine neue Erkennungsmarke mit dem Decknamen Wolverine gebeten hat. Dank des Heilungsfaktors, das ihm das Überleben ermöglicht, ist der Eingriff ein Erfolg. Stryker hatte allerdings nie die Absicht, Logan nach Abschluss der Prozedur freizulassen. Doch Logan gelingt es zu entkommen. Als er erfährt, dass Victor junge Mutanten für Stryker entführt, kehrt Logan zurück, um sie zu befreien und sich zu rächen. Die jungen Mutanten werden von Charles Xavier in Sicherheit gebracht, während Logan und Victor kämpfen. Zuerst gegeneinander, dann gemeinsam gegen Deadpool. Sobald Wade besiegt ist, verlässt Victor die Stadt. Doch bevor Logan entkommen kann, schießt ihm Stryker mit einer Adamantiumkugel in den Kopf. Logan überlebt, kann sich jedoch, als er wieder zu sich kommt, nicht mehr an seine Vergangenheit erinnern. X-Men spielt im Jahr 2003 und zeigt Logan, wie er als Käfigkämpfer in Kanada lebt. Noch immer ohne die meisten seiner Erinnerungen. Allerdings unter dem Decknamen Wolverine dank der Erkennungsmarke, die er von Weapon X erhalten hat. Er trifft die junge, flüchtige Mutantin Rogue, woraufhin sie auf der Straße von Victor angegriffen werden, der sich jetzt Sabretooth nennt. Seltsamerweise scheint keiner der beiden Brüder eine Erinnerung an den anderen zu haben. Außerdem sieht Sabretooth im Gegensatz zu Wolverine jetzt wie ein völlig anderer Mensch aus. Während Sabretooth die Oberhand hat, werden Wolverine und Rogue von Storm und Cyclops gerettet und zu Charles Xaviers Anwesen gebracht, wo sie sich den X-Men anschließen. Zusammen mit den X-Men kämpft Wolverine gegen Magneto und seine Bruderschaft der Mutanten. Die Bösewichte wollen Rogues Fähigkeiten nutzen, um ein Gerät anzutreiben, das normale Menschen in Mutanten verwandelt. Als Antwort auf ein vorgeschlagenes Gesetz, das Mutanten dazu verpflichten würde, sich bei der Regierung zu melden. Die X-Men schaffen es, Magnetos Plan zu vereiteln, indem sie sowohl die Bruderschaft als auch einige ziemlich plumpe Sprüche überstehen. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. Der Sieg der X-Men führt zu Magnetos Verhaftung. Doch die Spannung zwischen Mutanten und Menschen bleibt bestehen.
Nicht lange nach den Ereignissen von X-Men beginnt X-Men 2 mit einem Attentat von Mutanten auf den Präsidenten der Vereinigten Staaten, wodurch die Beziehungen zwischen Mutanten und der US-Regierung schwieriger denn je geworden sind. William Stryker, jetzt viel älter als beim letzten Mal, erhält vom Präsidenten die Erlaubnis, gegen Xavier zu ermitteln. Was aber in Wirklichkeit ein Trick ist, damit Stryker Xavier dazu zwingen kann, Cerebro zu benutzen, um alle Mutanten zu vernichten. Die X-Men reisen zu Strykers Basis, unter einer verlassenen Militäranlage. Und als Logan den Raum betritt, in dem er sein Adamantium-Skelett bekommen hat, kehren einige seiner Erinnerungen zurück. Er greift Stryker an und will wissen, warum der Offizier ihm das angetan hat. Er ist schockiert, als Stryker ihm offenbart, dass Logan sich freiwillig für das Weapon X-Programm gemeldet hat. Logan verzichtet darauf, seinen alten Feind zu töten. Doch Stryker findet letztlich sein Ende, als ein nahegelegener Damm bricht und ihn ertränkt. In der Zwischenzeit ist es den X-Men gelungen, sowohl Strykers Leute als auch Magneto zu bezwingen, der versucht hat, sie zu hintergehen. Dabei wird ihr Flugzeug beschädigt, was Jean Grey, in die sich Logan verliebt hat, dazu bringt, das Flugzeug telekinetisch in Sicherheit zu bringen, indem sie den See zurückhält. Sobald ihr Team in Sicherheit ist, wird sie von den reißenden Wassermassen mitgerissen. Zu Beginn von X-Men Der letzte Widerstand, der im Jahr 2006 spielt, besucht Cyclops die Stelle, von der er glaubt, dass es Jeans letzte Ruhestätte ist. Aber sie ist nicht tot. Natürlich ist er überglücklich, als er erfährt, dass sie noch am Leben ist. Aber seine Freude ist nur von kurzer Dauer, als Jean ihn kurzerhand tötet. Xavier schickt Logan und Storm los, um die Sache zu untersuchen. Und beide sind entsetzt, als sie feststellen, dass Jean von einer zerstörerischen Kraft namens Phoenix übernommen wurde. In der Zwischenzeit wurde ein sogenanntes Heilmittel für Mutanten entwickelt, woraufhin Magneto seine Bruderschaft der Mutanten wieder aufbaut, um sich dagegen zu wehren. Jean fühlt sich von Xavier verraten, der Phoenix während ihrer Kindheit unterdrückt hat, tötet ihren Mentor und schließt sich mit Magneto zusammen. Aber keine Angst, Xavier ist nur zum Großteil tot. Magneto und die Bruderschaft greifen das Labor an, in dem das Heilmittel aufbewahrt wird. Aber während des Kampfes verliert Jean die Kontrolle über den Phoenix und beginnt wahllos alles um sie herum zu zerstören. Dank seiner Heilungsfähigkeit ist Logan der Einzige, der sich Jean nähern kann. In einem Moment der Klarheit bittet sie Logan, sie zu retten, worauf er ihr seine Krallen in die Brust rammt, sie tötet und die Zerstörung beendet. In Wolverine, Weg des Kriegers aus dem Jahr 2013, befindet sich Logan in einer kanadischen Wildnis und leidet immer noch darunter, Jean getötet zu haben. Er wird im Namen von Ichiro Yoshida kontaktiert, dem Mann, den er 1945 gerettet hat. Die Nachricht wird von Yukio überbracht, einer Mutantin, die die Fähigkeit hat, den Tod von Menschen vorherzusehen und die eine Vision über Wolverine gehabt hat. I see you on your back. There's blood everywhere. You're holding your own heart in your hand. Während er in Japan ist, wird Logan klar, dass Yoshida ihn nicht dorthin gebeten hat, um sich zu verabschieden. Stattdessen will er Logans Unsterblichkeit stehlen und für immer weiterleben. Im Kampf gegen Yoshida verliert Logan seine Adamantium-Klauen, schafft es aber, ihn mit seinen regenerierten Knochenklauen zu besiegen. Nach dem Kampf verlässt Logan Japan, begleitet von Yukio. In einer Mid-Credit-Szene, die 2 Jahre später spielt, sprechen Magneto und ein sehr lebendiger Charles Xavier Logan auf einem Flughafen an, um ihn von einer neuen Bedrohung zu erzählen, die alle Mutanten auslöschen soll. X-Men Zukunft ist Vergangenheit beginnt im Jahr 2023, als die Mutanten durch die roboterartigen Sentinels fast ausgerottet wurden. Zusammen mit Xavier, Storm und Magneto hat es Logan geschafft, den Sentinels lange genug zu entkommen, um einen Plan zu schmieden. Und wie durch ein Wunder hat er seine Adamantium-Krallen zurück. Da die Zukunft bereits nicht mehr zu retten ist, beschließen sie, Kitty Prides Mutantenfähigkeit zu nutzen, um Logans Bewusstsein zurück ins Jahr 1973 zu schicken, damit die Ereignisse, die zur Erschaffung des Sentinels führten, gestoppt werden können. Ähnlich wie beim ersten Terminator. Sie hoffen, dass, wenn er erfolgreich ist, die Zeitlinie zurückgesetzt wird und sie alle in eine alternative Version des Jahres 2023 versetzt werden. Mit seinem Körper aus dem Jahr 1973, der von seinem Bewusstsein aus dem Jahr 2023 gesteuert wird, schließt sich Logan mit dem jüngeren Xavier und seinen X-Men zusammen, um ein Attentat zu verhindern, das den Weg für das Sentinels-Programm ebnet. Obwohl Logan in seiner Mission erfolgreich ist, wird er dabei schwer verletzt, wobei sein verstümmelter Körper auf den Grund des Potomac River sinkt. Logans Bewusstsein aus dem Jahr 2023 bleibt jedoch nicht lange genug, um zu erfahren, wie er überlebt. Gleich nachdem er die Zukunft verändert hat, kehrt er in ein alternatives 2023 zurück. In der neuen Zeitlinie ist Logan nun Lehrer an Xaviers Schule, wo viele der X-Men, die in der ursprünglichen Zeitlinie gestorben waren, nun wieder am Leben sind, einschließlich Jean Grey. Nach Beendigung seiner Mission in Zukunft ist Vergangenheit wird Logans verstümmelter Körper von einem Team geborgen, das von einer Person angeführt wird, die Stryker zu sein scheint, sich aber als Mystique herausstellt. In X-Men Apocalypse sieht es so aus, als wäre Logan irgendwie wieder unter die Kontrolle des echten Stryker geraten. In der neuen Zeitlinie ist er dem Weapon X-Programm nie entkommen, nachdem er 1979 sein Adamantium-Skelett erhalten hat. Die X-Men stoßen auf diese alternative Version von Logan, der nach wie vor Weapon X genannt wird und keine Erinnerung an seine wahre Identität hat.
1983 infiltrieren sie Strikers Einrichtung. Nachdem Wolverine viele von Strikers Soldaten abgeschlachtet hat, gelingt es Jean Grey, ihm einige seiner Erinnerungen zurückzugeben. Logan flüchtet in die Kälte, woraufhin Cyclops spekuliert, dass sie ihn nie wiedersehen werden. Vermutlich ebnet Jeans Eingreifen den Weg dafür, dass Logan irgendwann doch noch zu den X-Men stoßen kann, was zu der glücklichen Zeitlinie führt, die wir in Zukunft als Vergangenheit gesehen haben. Oder vielleicht auch nicht. Der Wolverine, den wir in Logan kennenlernen, ist eine viel ältere, weniger starke Version der Figur als die, die die Kinobesucher zuvor gesehen haben. Nachdem er fast zwei Jahrhunderte gelebt hat, beginnt Logans Heilungsfähigkeiten zu schwinden, sodass er zunehmend an einer Adamantium-Vergiftung leidet. Diese Zukunftsversion von Logan arbeitet als Limousinenfahrer und kümmert sich um einen kranken Charles Xavier. Außerdem trägt er eine Adamantiumkugel mit sich herum und denkt über die Möglichkeit nach, sein eigenes Leben zu beenden. Trotz der glücklichen Zukunft, in die Logan am Ende von Zukunft ist Vergangenheit zurückgekehrt ist, erfahren wir, dass die meisten Mutanten, einschließlich der X-Men, inzwischen ausgelöscht worden sind. Diesmal war es allerdings nicht die Regierung. Ein paar Jahre vor Beginn des Films verlor Xavier die Kontrolle über seine Kräfte und tötete versehentlich den Rest der X-Men. Eine Tatsache, an die sich Logan erinnert, die Charles aber gnädigerweise vergessen hat. Something unspeakable. Im Jahr 2029 trifft Logan auf ein junges Mädchen namens Laura, deren Kräfte seine eigenen widerspiegeln. Sie ist fest entschlossen, zu einem Heiligtum für Mutanten in North Dakota namens Eden zu gelangen. Charles überredet Logan, sie dorthin zu bringen, worauf sich die drei gemeinsam auf den Weg machen. Auf dem Weg dorthin erfahren sie, dass Laura mit Logans DNA als Teil des finsteren Transigen-Programms erschaffen wurde. Leider wurde diese DNA auch verwendet, um X-24 zu erschaffen. Einen bösartigen Klon, der genauso aussieht wie Logan in seiner besten Zeit. Bevor sie Eden erreichen können, tötet X-24 Charles. Logan und Laura können jedoch entkommen. Laura überredet Logan, weiter nach Eden zu fahren. Und als sie dort ankommen, finden sie die anderen Mutantenkinder, die Transigen entkommen sind. Laura und die Kinder planen die Flucht nach Kanada. Doch bevor sie das tun können, werden sie von Transigen-Soldaten und X-24 angegriffen. Die Kids besiegen die Soldaten. Allerdings ist Logan seinem neuen und verbesserten Klon nicht gewachsen, der ihm auf einem umgestürzten Baum aufspießt. Bevor X-24 ihm den Garaus machen kann, schießt Laura ihm mit Logans Adamantiumkugel in den Kopf. Logan stirbt, indem er Lauras Hand hält und erfüllt damit metaphorisch Yukios Vision, dass er mit seinem Herzen in der Hand sterben würde. Laura und die anderen Mutantenkinder fliehen nach Kanada, wobei sie ein Grab für Wolverine hinterlassen, das mit einem X markiert ist. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsfilme. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.